So, hallo Leute und willkommen zu den versprochenen Tutorial-Part, wie ihr doch euren eigenen Account einrichten könnt und das Spiel runterladen könnt. Und zwar das Spiel 300 Heroes von dieser chinesischen Firma, die einfach mal diesen recht dreisten Klau gemacht hat, sag ich mal. Also Diebstahl, Copyright-Bruch. Also, Links schon mal vorab, alle wichtigen Links und Daten in der Beschreibung. Hier ist zum Beispiel dieser Link auch. Bei der Homepage kann es sein, wenn ihr zum Beispiel mal auf Google danach guckt oder auf YouTube nach Tutorials, wie man das macht, werdet ihr sehr viele verschiedene Seitenlayouts sehen. Sie ändern das Seitenlayout anscheinend relativ oft. Also es kann sein, dass die Seite nicht mehr so aussieht. Dann sagt mir mal Bescheid, dann gucke ich mich mal auf der neuen Seite um und schreibe euch dann dahin, wo ihr hinklicken müsst. Oder mach nochmal ein neues Tutorial. Okay, momentan ist dieses Seitenlayout aktuell, wenn ihr auf diese Seite geht. Es könnte aber auch sein, dass ihr direkt auf die Index-Seite gebracht werdet. Das wäre diese hier. Ist mehr oder weniger hier für Neuankömmlinge und das hier für die Leute, die eigentlich schon öfter mal drauf waren. Nichtsdestotrotz ist das an sich piep egal, wo ihr drauf kommt. Das hier, wo ich jetzt drauf bin, ist der Download-Button für das Spiel. Ihr klickt drauf und es fängt automatisch an runterzuladen. Ich brauche dies an dieser Stelle nicht, weil ich das Spiel ja schon habe. Solltet ihr hier drauf kommen, hier steht es ja sogar direkt bei, hier an diesem roten Game Download, klickt ihr drauf und das Spiel fängt direkt an runterzuladen. Wie gesagt, ich brauche es immer noch nicht. Ich habe es ja im Endeffekt. So, ist das Spiel fertig runtergeladen? Das ist ja die ZIP-Datei. Beziehungsweise während es runterlädt, es dauert eine ziemlich lange Zeit. So, während es runterlädt, könnt ihr auf den anderen Link gehen, der in der Beschreibung drin ist. Ich habe keine Lust, mich da nochmal durchzuklicken, denn ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo es war. Ich habe es mal irgendwie durchklicken gefunden. Ist nämlich hier der Registrierungslink. Der ist auch in der Beschreibung, klickt am besten da drauf direkt, öffnet sich neues Fenster und hier könnt ihr euch euren Account zulegen. Die einfachste Weise, Art und Weise, da drauf zu gehen. So, ist natürlich recht schwierig, wie ihr seht, ist hier einfach alles auf Chinesisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann es nicht lesen. Was hier hilft, ist der Google-Übersetzer, den ihr vielleicht hier schon gesehen habt. Ihr gebt links. Macht einfach Detected oder wie ihr gerade schon seht, es ist einfach Chinesisch. Diese Hieroglyphen, diese Schriftzeichen rein und ihr seht dann rechts, was ihr da eingeben müsst. Zum Beispiel der Accountname. Können wir einfach mal testen. Hans Wurst. Abgehakt. Sprich, ist verfügbar. So, jetzt gucken wir doch einfach mal, was das nächste ist. Das oberste ist der Accountname. Das nächste ist das Account-Passwort. So, das übernächste ist das Kennwort bestätigen. Oh, stimmt hier nicht überein. Oh, komm schon. Es ist mir gerade egal, was ich da eingrabe. Ich werde diesen Account nicht wirklich anlegen. Hups. Das war ein Fail-Click, da bin ich einfach gerade wieder einen Schritt zurückgegangen. Das nächste wäre jetzt der Benutzername. Der Benutzername ist ein bisschen tricky. Denn damit ist es nicht wirklich gemeint, von wegen den Namen, den ihr benutzen wollt. Das wäre nämlich jetzt Hans Wurst. Also ihr würdet in-game Hans Wurst heißen. Der Benutzer, also am Benutzername ist euer Name gemeint. Wie heißt ihr mehr oder weniger? Da müsst ihr natürlich auch nicht euren echten Namen eingeben. Die Sache ist allerdings, man sieht es ja auch gerade oben rechts hier, ich heiße mit Vornamen Norman. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal Norman eingebe, passiert nichts. Wenn ich mir die Fehlermeldung angucke, klicke ich schon wieder falsch. Bitte geben Sie den richtigen Namen ein. Er kann diese Buchstaben nicht lesen, er braucht die Schriftzeichen. Das heißt, ihr müsst hier einfach mal umstellen, hier auf Chinesisch traditionell, auf der rechten Seite. Oder auf der linken Seite auf irgendeine andere Sprache, auf Englisch, auf Deutsch, ist ja egal. Und gibt jetzt hier zum Beispiel einfach mal Norman ein. Dann habt ihr jetzt hier dieses Schriftzeichen für den Namen Norman, gebt diese hier ein und ihr bekommt ein Häkchen. Also da müsst ihr den Namen, den ihr eingebt, auf Chinesisch
umformulieren, sag ich mal. Also die Schriftzeichen einfügen. Auch eigentlich relativ simpel. Einfach mit dem Google-Übersetzer da ein bisschen arbeiten. Der hilft hier sehr. Jetzt müssen wir das hier natürlich wieder umstellen. Detected machen wir hier. Hier machen wir German. Ja, ich weiß, dass es Norman Englisch ist. Hier wird es auch wieder tricky. Hier verlangt er eine Identifizierungsnummer von uns. Ich weiß nicht, wo ihr eure eigene herbekommt. Es gibt so ein paar, die im Umlauf sind. Die könnt ihr da eingeben. Ich gebe euch jetzt gleich auch eine. Also es gibt ein paar, die im Umlauf sind, die könnt ihr da eingeben. Ich weiß nicht, wie oder wo man seine eigene herbekommt. Ist mir auch egal. Denn es klappt auch mit der, die ich euch gebe. Das ist falsch, das war schon ein Schritt weiter. Und zwar war das hier. Diese Identifikationsnummer steht gerade oben. Steht gerade hier drin, da. Ne? Steht auch in der Beschreibung drin, die Nummer. Also die Nummer könnt ihr euch einfach kopieren, die müsst ihr jetzt nicht abtippen. Gebt hier ein, kommt ein Häkchen. Relativ simpel. Hier müsst ihr natürlich noch bestätigen und hier müsst ihr natürlich auch noch diese Buchstabenreihenfolge eingeben, damit man erkennt, dass ihr kein Bot seid. Hier draufklicken und eure Registrierung sollte vollständig sein. Wir gucken mal. Zack. Hier noch ein Häkchen machen. Okay. Damit ist Hanswurst registriert. Und ihr kommt auf die Seite, die ihr vorhin schon mal kurz angeteasert gesehen habt, die euch im Endeffekt einfach nur sagt, die Seite ist fertig. Also nicht die Seite, sondern die Registrierung ist abgeschlossen. Damit ist euer Account vollständig. Und ihr loggt euch nachher im Patcher mit Hanswurst und das von euch gewählte Passwort ein. Und so heißt ihr dann auch im Spiel. Also ich würde jetzt im Spiel Hanswurst heißen. Ne, ihr loggt euch also mehr oder weniger hier mit dem oberen Namen, den ihr eingibt. Das ist euer Login-Name und euer Ingame-Name. Einfach dran denken. Also der Benutzername hat damit nichts zu tun. Der wird nicht angezeigt. Ja, Hanswurst ist jetzt schon genommen. Daran sieht man es jetzt auch. Wir können es ja auch nochmal gucken. Die Fehlermeldung wurde bereits registriert. Google-Übersetzer hilft dir wirklich sehr. So, habt ihr jetzt das Spiel runtergeladen? Also habt ihr dieses Zip fertig? Entpackt ihr diese einfach mit WinRAR oder sonstigen Programmen. WinZip oder wie es heißt, dürfte zum Beispiel auch klappen. Einfach entpacken und dann bekommt ihr eine Exe. Dürfte einfach, beispielsweise bei mir heißt jetzt 300 Hivus unterstrich V02356.exe heißen. Also ich kann es ja mal eben kopieren und euch mal eben. Ich guck mal, ich gebe es euch hier einfach ein. So heißt bei mir diese Exe. Kann natürlich unterschiedlich sein. Je nachdem, was für eine Version ihr euch da bereits runtergeladen habt, kann sich der Name abweichen. Egal, da macht ihr einfach Doppelklick drauf. Daraufhin sollte sich so ein Fenster starten. Ist jetzt hier natürlich, ich kann mal eben gucken, war das diese Fensteraufnahme? Nehmen wir mal das komplette Fenster. So sieht es nämlich eigentlich aus. Mit den oberen Rahmen hier jetzt noch. Ja, ist die Installation, wie man sie kennt, wie man sie liebt, nichts weiter. Also das typische Prozedere, wie man es halt von allen anderen Installationen auch kennt. Ihr klickt auf Weiter, das hier soll Weiter heißen. Akzeptiert hier diese Bedingungen, klickt wieder auf Weiter. Hier gibt ihr den Installationspfad an, wo es hin installiert werden soll. Klickt auf Weiter. Hier für das Pop-up-Menü mehr oder weniger, wie es da drin heißen soll. Auch relativ uninteressant. Hier könnt ihr wahrscheinlich einstellen, ob ihr eine Verknüpfung haben wollt und dass er danach auch die Webseite öffnet. Zumindest hat er bei mir, ich habe beide Häkchen drin gelassen bei mir, eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt und die Webseite geöffnet. Darum gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das genau das gleiche ist. Hier könnt ihr leider den Google-Trick nicht anwenden. Zumindest kann ich das nicht, weil ihr seht, mein Windows erkennt die chinesischen Schriftzeichen hier nicht. Darum habe ich dieses Kauderwelsch. Bisschen blöd gelaufen für mich, aber egal. Ihr könnt an sich beide drin lassen, könnt auch beide rausnehmen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich habe beide drin gelassen, dann habt ihr eine Verknüpfung auf den Desktop und das öffnet sich halt nur noch mal diese Homepage, die wir vorhin schon gesehen haben. Klickt auf Weiter und hier wird er dann installiert, wenn ihr jetzt noch mal hier drauf klickt. Das mache ich jetzt an meiner Stelle nicht, denn ich habe es ja installiert und zwar auf genau dem gleichen Pfad. Ne?
Hier ist es einfach nur nochmal, um zu überprüfen, aber das Kauderwelsch kann ja eh keiner lesen. Oder ich zumindest nicht. So, habt ihr dies abgeschlossen? Habt ihr dann eine Exe auf dem Desktop, welche ihr einfach starten könnt? Solltet ihr diese starten, solltet gleich, das dauert so ein bisschen, bei mir zumindest, das Spiel aufgehen und unter Umständen patchen. Okay, bei mir patcht es jetzt zum Beispiel nicht. Achtung, Musik des Spiels ist laut. Ihr seht es jetzt, hier ist es jetzt gerade mehr oder weniger nur mal kurz gewesen. Der Patcher sieht etwas anders aus. Der wurde jetzt gerade direkt übersprungen, weil, ja, ich keinen Patch mehr habe, die aussteht. Falls ihr noch einen Patch habt, der aussteht, kommt da halt ein Patcher und ihr müsst nochmal auf Spielen klicken. Aber ich meine, da steht auch Go oder Ready oder so irgendwie was. Also irgendwas, was man eigentlich sehr gut lesen kann. Nach dem Patcher kommt er in diesen Menü. Was ist dieses Menü? Falls ich gerade lauter rede, tut mir leid, aber diese Musik ist gerade extrem laut in meinen Ohren. Ich habe sie für euch ausgestellt. Ihr werdet selbst merken, wenn ihr das Spiel startet, die Musik ist laut. Daher schon mal vorsichtig unter Umständen Kopfhörer oder Boxen leiser stellen. So, ist dieses Menü offen? Was bedeutet das? Keine Ahnung, was diese Dinger hier, diese Knöpfe bedeuten. Aber diese Köpfe sind die Server, auf denen ihr spielt. Ne, sowas wie EU West, EU Ost und so weiter. Wenn ihr mit einer Gruppe spielt, entscheidet euch, welchen Kopf ihr anklickt. Also sucht euch einen aus. Klickt ihr drauf. Ich weiß nicht, ob bei euch dann direkt auch das Einlog-Fenster kommt. Ich meine ja. Danach sollte allerdings bei euch nochmal so ein Ding kommen, wo ihr dann hier so ein, ich sag mal, Beschwörerbild aussuchen könnt. So ein Beschwörer-Avatar, wie ihr hier seht, sind das ja mehrere. Und danach sollte direkt bei euch das Tutorial erstmal starten. Und dann, nach dem Tutorial, kommt ihr in die Lobby rein, wie ich jetzt hier bin, wie ihr gerade bei mir seht. Und von hier aus könnt ihr dann ganz einfach spielen, wie ihr es dann auch in meinen Let's Plays gesehen habt. Habt ihr es nicht gesehen, dann bitte ich doch, dies einfach nachzuholen. Okay, das war mein Tutorial dazu, wie man 300 Hivos auf seinen Rechner mehr oder weniger installiert und gleichzeitig noch einen Account anlegt. Alle wichtigen Links findet ihr in der Beschreibung. Guckt einfach mal ein bisschen nach. Die Beschreibung kann man aufklappen. Also, wenn sie nicht in den ersten drei Zeilen drin sind, klappt die Beschreibung auf und guckt mal weiter. Das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß in diesem Spiel haben. Und wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Video. Bis dahin, ciao.